Ja, guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Hermann Reichensporner aus Hamburg. Ich darf Sie hier herzlich begrüßen zu dem Frühstückssymposium, was gemeinsam mit der Firma Böllenhardt organisiert wurde, mit dem Thema VAD-Optionen für schwierige Fälle. Ich habe drei hochkompetente Referenten hier bei mir heute Morgen. Herrn Professor Christian Hagler aus München, Herrn Professor Rupawa aus Essen und Herrn Professor Gabade aus Leipzig. Es wird sicher eine sehr spannende Sitzung werden. Wir würden jetzt die Vorträge einen nach dem anderen abhalten und dann am Ende noch eine Podiumsdiskussion einbringen. Sie haben ja alle die Möglichkeit, auch über das Tool hier Fragen zu stellen. Die würden bei mir hier eingehen und die würden wir dann am Ende entsprechend bearbeiten. Gut, dann wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren. Lieber Christian, dann darf ich an dich übergeben mit dem Thema Intermax 1. Lieber Hermann, meine Damen und Herren, liebe Organisatoren, zunächst möchte ich mich recht herzlich für die Einladung zu diesem aus meiner Sicht extrem spannenden Frühstückssymposium recht herzlich bedanken. Viele von uns finden sich immer wieder in der Situation terminal-herzinsuffiziente Patienten bezüglich einer Eskalation der Therapie im Sinne einer VAD-Implantation zu evaluieren. Dies ist besonders dann schwierig, wenn der Patient spät vorgestellt wird oder aber viele Komorbiditäten mit sich bringt. Dabei sind jene, die sich im Intermax-Stadium 1 befinden, aus meiner Sicht eine ganz besondere Herausforderung. Hier kurz zu meinen Disclosures. Das ist die Agenda für die nächsten 12 bis 13 Minuten. Ein kurzer Ausflug in den Annual Report 2019 der Intermax Registry. Danach einige Implantationszahlen von uns aus München. Ich möchte mit Ihnen über die Definition und Interpretation der Intermax 1 Klassifikation kurz sprechen, weil es direkte Auswirkungen meines Erachtens auf die VAD Treatment Optionen hat. Und etwas ausführlicher werde ich Ihnen unsere retrospektive Analyse unserer Böllenhardt-BIVAD-Daten als Bridge zur Transplantation darstellen. Wir wollen Schlussfolgern und ich hoffe, dass Sie auch die eine oder andere Take-Home-Message mitnehmen können. Das sind, wie versprochen, die Daten publiziert in den Annals 2020 und was Sie hier in der Grafik bereits sehr schön sehen können, sind die guten Ergebnisse der VAD-Implantation über die letzten Jahre, immerhin 82% Survival nach 12 Monaten und fast 50% Survival nach 5 Jahren. Was hat sich noch getan? In der letzten Zeit, die Zentrifugalpumpen sind auf dem Vormarsch und die meisten Patienten werden mittlerweile im Sinne einer Destination-Therapie behandelt und nicht mehr als Bridge zur Transplantation. Die Verteilung in der Regel Intermax-Stadium 2 bis 3 vor der Implantation. Spannend aus meiner Sicht ist, dass die Zahl jener, die im Intermax-1-Stadium implantiert worden sind, nicht ab, sondern zugenommen hat, trotz der guten Ergebnisse, und dass jene, die eine temporäre mechanische Unterstützung im Vorfeld hatten, ebenfalls zugenommen hat. Eigentlich hätte man ja in diesem Zusammenhang das Gegenteil erwartet. Das sind unsere Zahlen aus München. Sie sehen eine große Anzahl an VA-ECMOs, also ECLS-Implantationen, häufig in Kombination mit Impellers. In der Frühphase haben wir noch sehr viele Hardwares. Mittlerweile implantieren wir mehrere Hard-Made-Pumpen. Und Sie sehen, da ist durchaus auch Platz für Excor-Implantationen, nicht immer als BIVAD, sondern gerade bei Kindern vor allen Dingen auch als LVAD. Dass die Patienten krank sind, zeigt sich hier 68% im Intermax-Stadium 1 bis 2, 20% Implantationen mit Impeller oder ECLS-Implantationen. Nur der Vollständigkeit halber 95 Herztransplantationen in der gleichen Zeit. Nun, ich hatte Ihnen gesagt, wir müssen einmal über die Definition sprechen des Intermax-1-Stadions. Es handelt sich um eine lebensbedrohliche Hypotension trotz steigender Katecholamine, einer Endorgan-Hypoperfusion, die zu einer Azidose führt und häufig zur Akkumulation von Laktat. Häufig ist es eine Kombination mit einer deutlichen Rechtsherzinsuffizienz. Die kann akut sein, die kann chronisch sein. Häufig ist es eine
Kombination aus akut auf chronisch. Was wir häufig sehen bei diesen Patienten, und das ist natürlich ein Problem, ist eine septische Kreislaufdysregulation. Das heißt, die Patienten brauchen Vasopressoren im Sinne von Noradrenalin oder Vasopressin. Endorganfunktionsstörungen zeigen sich in einer Dialysepflichtigkeit, häufig aber auch natürlich in einer Leberinsuffizienz, die sich extrem schwer quantifizieren lässt. Und wir haben bis heute eigentlich kein wirklich gutes Verfahren, außer das Bilirubin, um nachzugucken, ob die Leber funktioniert. Aber das sagt uns natürlich noch lange nicht, dass die Leber sich erholen kann. Wenn Patienten am Ventilator sind, weil sie zum Beispiel im Lungenödem sind, ist es häufig eine extrem problematische Situation, weil diese häufig in Kombination zu sehen ist mit Infektionen, also zum Beispiel einer Pneumonie. Aus diesem Grunde, aus dem Gesagten und auch dem, was wir hier in diesem Artikel finden, in dieser multivariaten Analyse als Risikofaktoren, ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, eine Subklassifikation dieser Intermax-1-Klassifikation durchzuführen. Und ich sage, die ganz Kranken müsste man eigentlich als Intermax-Stadium 0 bezeichnen. Nun, welche Optionen haben wir? Sie sehen hier, ich habe Ihnen hier einige aufgelistet, ist nicht ganz vollständig. Das nennt sich, heißt immer Continuous Flow LVAD, also kontinuierliche Pumpen. Und die kann man mit allen möglichen Unterstützungssystemen für die rechte Seite hier kombinieren. Das kann temporär sein, das kann dauerhaft sein. Und das Gleiche kann man natürlich mit pulsatilen und kontinuierlichen Devices in Kombination machen. Das Total Artificial Heart hat sich nicht durchgesetzt, bis heute nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht kommen. Und viele unserer Patienten, die dafür potenziell geeignet sind, haben sich aufgrund der Größe oder anderer Dinge nicht qualifiziert. Aus diesem Grunde bleibt am Ende das pulsatile BiVAD, Berlin Heart, übrig. Und ich glaube, es gibt durchaus einige Indikationen, für die sich dieses Device besonders qualifiziert. Was sind die Dinge, die wir erreichen müssen, egal welches Device wir am Ende verwenden? Wir brauchen eine suffiziente Perfusion des Körpers, der Endorgane. Wir brauchen eine sehr gute venöse Drainage, eine Entlastung der Leber, eine Entlastung der Niere, aber auch des Darms, um eine Durchwanderungsperitonitis zu verhindern. Wir brauchen gerade dann, wenn die Patienten in Richtung Sepsis gehen, ein hochnormales Cardiac Output, übernormal hoch und in meinem Verständnis, auch wenn es irgendwie möglich ist, eine Pulsatilität. Das ist tatsächlich ein Problem, was unsere kontinuierlichen Pumpen aktuell nicht leisten können. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen unsere Studie mitbringe. Die ist kurz davor, dass wir sie jetzt einreichen zur Publikation. Daten von 2004 bis 2019. Insgesamt 97 Berlin Heart BVAD-Implantationen in München. Wir haben mal die Kinder rausgenommen, die 7 pädiatrischen. Es gibt natürlich viele LVADs, aber das sind jetzt nur die BVADs. Dann landen wir bei 90. Und wenn wir die Intermax 2 herauswerfen oder herausnehmen, dann landen wir bei 80 Patienten, die wir genauer analysiert haben. Davon immerhin 43 verstorben, aber 37 haben es bis zur Transplantation geschafft. Was waren die Kriterien bei uns für die Implantation der Nicht-ICLS-Patienten? Es war immer eine Kombination aus Echokardiographie, Rechtsherzkatheter und den Endorgan-Dysfunktionsparametern, die Sie hier letzten Endes sehen konnten. Für die Patienten, die eine ICLS haben, war die Situation etwas anders. Das waren Patienten, die auch an der ECLS sich nicht adäquat erholt haben, denen wir aber trotzdem eine Chance im Sinne eines Recoveries geben wollten, oder jene, die aufgrund von massiven Rhythmusstörungen für kein anderes Verfahren qualifizieren. Wichtig, alle, die bei uns ein entsprechendes Device bekommen, sind Kandidaten für die Herztransplantation. Wenn wir uns das anschauen, diese 80 Patienten, dann sehen Sie die Patienten relativ jung, 46 Jahre im Mittel, die überwiegende Mehrheit Männer, nicht unerwartet, etwas erhöhter BMI, unterschiedliche Indikationen. Alle haben mehr oder weniger eine Niereninsuffizienz oder ein erhöhtes Bilirubin. Dialyse in 30% der Fällen, 20%
der Patienten wurden bereits voroperiert, sodass die Implantation durchaus technisch aufwendig sein konnte. Die mittlere Dauer des Supports 63 Tage, aber immerhin auch ein Patient 477 Tage. Und Sie sehen, 30 Tage überleben diese Patienten sehr gut, 70%. Aber es gibt dann im Weiteren doch eine relativ große Absterberate von Patienten unterschiedlicher Ursache, die hier unten zusammengefasst worden sind. Spannend bleibt aus meiner Sicht, dass diejenigen, die im Vorfeld eine Unterstützung bekommen haben, also eine Verbesserung ihrer Leber- und Nierenfunktion erreicht haben, dass die sich besser oder leichter getan haben als die Patienten, die das nicht bekommen haben. Das ein Jahresüberleben, und das ist nicht schlecht, denke ich, nach Herztransplantation vom BVAD-System weg, lag immerhin bei 78%. Was konnten wir zusätzlich feststellen? Wir haben 4 signifikante Risikofaktoren für die Mortalität berechnen können. Zum einen neben dem hohen Body-Mass-Index, die Implantation als Reoperation, die Implantation bei Patienten mit Anhalt für eine Infektion im Sinne einer Leukozytose, eines erhöhten CRPs oder einer Kreislaufregulation aufgrund Widerstandsverlusts oder jene, die ein tatsächliches Nierenversagen haben und bereits präoperativ eine Dialyse benötigten. Aus zeitlichen Gründen gehe ich hier schnell rüber. Sie wissen, diese Exkurs haben durchaus viele Adverse Events, Retorkotomieraten, das sind aber nicht Blutungsretorkotomieraten gleich in der Anfangsphase. Häufig ist das auch erst nach 1, 2 oder 3 Wochen, dass man den Erguss ablässt und dann die Pumpenthrombosen, die natürlich relativ häufig vorkommen. Allerdings sind wir sehr, sehr schnell dabei, diese Pumpen zu wechseln, was auch der Grund dafür ist, dass wir hier eine hohe Wechselrate haben. Nun, das ist ein spannender Punkt, die Erholung der Endorgane, und das kann man hier sehr schön sehen, am Kreatinin erhöhte Werte zu Beginn und eine deutliche Verbesserung vor der Herztransplantation. Und das Gleiche gilt letzten Endes auch hier für das Bilirubin. Wir haben uns natürlich gefragt, wie lange dauert es, bis sich die Organe wieder erholen können. Und das ist hier einmal aufgetragen. Sie sehen das Kreatinin bereits nach 4 Wochen deutlich verbessert. Wenn das Bilirubin präoperativ erhöht ist, nochmal ansteigt, das ist das Trauma der Operation, aber auch hier nach 4 Wochen eine deutliche Erholung. Und ich glaube, hier sind die hohen HZV-Werte, die Entlastung und die Pulsatilität durchaus positiv. Nun, was können wir konkludieren von dem, was wir gelernt haben? Und was schätzen wir an dem X-Core? Es ist zum einen das reale Cardiac Output, was man wirklich messen kann, im Sinne einer Stroke-Volume-Messung. Wir wissen ja, wie groß die Pumpen sind und der entsprechenden Pump-Rate. Es ist so, dass die Rate und die Pulsatilität ausreicht, dass sich Organe holen können. Und das ist besonders dann spannend, wenn die Situation vorliegt, dass die Patienten beginnen septisch ist. Gerade dann ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass ein hohes, übernormales HZV generiert werden kann. Es hat sich aber auch gezeigt, dass übergewichtige Patienten oder dialysepflichtige Patienten insgesamt ein erhöhtes Risiko haben im Vergleich zu anderen Patienten, die unter normalen Bedingungen eine entsprechende Implantation erhalten haben. Was bleibt letzten Endes übrig als wesentliche Frage, welche Patienten wir tatsächlich implantieren sollen, aber auch natürlich, welche Patienten wir nicht implantieren sollen, welche sind insgesamt zu krank. Und aus unserer Sicht ist ein Problem immer eine Kombination aus Risikofaktoren wie eine vorbestehende Sternotomie, das Übergewicht, die Sepsis und dann auch noch das Nierenversagen. Es ist am Ende die Summe aller Sünden, die das Problem macht.
Wichtig ist es weiterhin, darauf hinzuwirken, dass Kardiologen und Chirurgen sich frühzeitig austauschen und die Patienten sehr, sehr früh vorstellen, dass sie nicht im Intermax-Level-1-Stadium bei uns landen. Es hat sich auch gezeigt, dass Patienten im Zweifelsfall vor der Implantation nochmal mit MCS gebridged werden sollen, damit die Situation der Endorgane nochmals verbessert werden kann. Und am Ende bleibt, dass die Indikation und die Entscheidung auf individueller Basis überprüft werden muss. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe sehr, sehr gerne mit den anderen Kollegen für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Wir gehen dann gleich zum nächsten Vortrag über von Professor Rupawa, der sich äußern wird zu dem Thema der Patient mit biventrikulärer Herzinsuffizienz. Lieber Ayang. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne heute über die VAD-Therapie bei Patienten mit biventrikulärer Herzinsuffizienz sprechen. Das ist meine Disclosure-Slide. Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin ein großer Anhänger der temporären Unterstützung des rechten Herzens im Rahmen einer LVAD-Therapie. Das ist eine Therapie, die wir häufig durchführen. Wir haben darüber publiziert. Die Patienten, über die ich heute sprechen werde, sind jedoch Patienten, bei denen keine Aussicht darauf besteht, dass die rechtsventrikuläre Unterstützung temporär ausreicht, sodass wir über ein langfristiges System nachdenken müssen. Und dazu stehen uns bestimmte Systeme zur Verfügung. Hier sehen Sie eine ältere Datenbank unserer mechanischen Kreislaufunterstützung aus Essen mit über 220 Patienten. Was interessant ist, ist diese hellgrüne Kurve unten. Es handelt sich um Patienten, um die Einjahresüberlebensrate bei Patienten mit biventrikulärer Herzinsuffizienz, die eine zentrale Levitronics-Unterstützung für beide Ventrikel, also ein Bi-Levitronics-System, erhalten haben. Und Sie sehen, dass von allen Patienten, die wir bis 2017 in Essen therapiert haben, diese Patienten die schlechteste Einjahresüberlebensrate hatten. Grundsätzlich haben pulsative Systeme, die ich bevorzuge, bei solch einem Patientensetting den Vorteil, dass sie hervorragende kurzfristige, aber auch langfristige Resultate bieten, wenn man bedenkt, dass es sich um sehr, sehr kranke Patienten handelt. Wir haben eine 30-Tages-Überlebensrate von bis zu 67%, eine sehr niedrige Schlaganfallrate von nur 3%, wie ich später erläutern werde. Wir haben exzellente Einjahresüberlebensraten bis zu 92% und das ist der größte Vorteil dieser Systeme gegenüber beispielsweise einem Bi-Levitronics-System bei Intermax 1 oder gar Intermax 0 Patienten, wenn wir so etwas hätten. Wir können die Patienten nicht nur mobilisieren, sondern auch nach Hause entlassen. Es gibt auch sehr gute Resultate bei VIVAT-Systemen als Alternative zu ECLS für den Fall, dass die Lunge noch in Ordnung ist. Hier haben wir eine interessante Studie aus Udine mit 34 Excor-Patienten. Knapp 2/3 der Patienten waren Intermax-1-Patienten, 1/3 der Patienten hatte ein akutes Nierenversagen und immerhin bis zu 1/4 der Patienten hatten eine Leberdysfunktion. Und die Kollegen berichten über eine gesamte Überlebensrate von immerhin 77%. Fast 70% konnten bis zur Transplantation überbrückt werden und wir hatten eine Schlaganfallrate von lediglich 3%. Und was am allerinteressantesten ist, dass wir immerhin eine 5-Jahres-Überlebensrate hier beobachten können von 60% oder mehr. In Heidelberg, wo ich früher gearbeitet habe, haben wir ebenfalls sehr früh mit Berlin Heart Excor-Systemen angefangen und wir haben irgendwann unsere Erfahrung zwischen den Jahren 2010 und 2015 zusammengefasst. Es handelte sich um 40 Patienten, die wir retrospektiv in zwei Gruppen aufteilen konnten. 20 Patienten, also 50% dieser Patienten, bekamen geplant ein BIVAT-System, hatten also vorher kein ECLS-System. Und 20 Patienten hatten initial ein zentrales ECLS-System mit selektiver Dekompression des linken Ventrikels, die dann später zu einem Berlin-Heart B-Excor als BIVAT gebridged wurden. Sie sehen hier als Beispiel hier nur ein Elbert-System. Es handelt sich um Silikonschläuche. Es bietet große Vorteile, auch wenn man die Patienten später transplantieren möchte, weil die Verwachsungen wirklich minimal sind bei Silikonkanülen.
Wenn man sich hier diese Patienten anschaut, die ECLS-Gruppe, aber auch die geplante BIVAD-Gruppe, so sehen wir große Unterschiede, was die Patientencharakteristika betrifft. Gerade in der ECLS-Gruppe hatten 50% der Patienten eine Reanimation von mindestens 30 Minuten. Und wenn wir uns die Laborwerte der Patienten anschauen, sehen wir, dass gerade bei GOT und GPT wir deutlich höhere Werte hatten in der ECLS-Gruppe verglichen mit der Gruppe, die eine geplante BIVAD-Unterstützung bekam. Wenn wir uns die langfristige Überlebensrate anschauen, und das war unsere damalige Erfahrung bis 2015, so kommen wir auf eine langfristige mehrjährige Überlebensrate von insgesamt 50%, knapp 50%, ohne einen signifikanten Unterschied zwischen der ECLS-Gruppe und der geplanten BIVAD-Gruppe, was auch dafür spricht, dass die ECLS-Strategie, wie wir sie zumindest bis dahin gefahren haben, trotz der deutlich kränkeren Patienten ähnliche Überlebensraten bieten kann wie bei einer geplanten BIVAD-Implantation bei nicht ganz so kranken Patienten wie in der ECLS-Gruppe. Eine andere Gruppe hier aus Göteborg hat gerade im letzten Jahr ihre Daten publiziert, die Gesamterfahrung zwischen 2008 und 2018. Es handelte sich um 29 Patienten, auch hier knapp 2/3 der Patienten waren Intermix 1. Es handelte sich um eine recht junge Patientenpopulation. Und auch hier konnten die Kollegen über ein exzellentes Einjahresüberleben von immerhin 83% berichten. Die Hälfte der Patienten konnte entlassen werden und die 5-Jahres-Überlebensrate war immerhin 75%, was ein exzellentes Ergebnis ist. Wir haben dann mit den Kollegen aus Zürich und Aachen an einer prospektiven Studie teilgenommen, anlässlich der CE-Mark-Änderung des Berlin-Hard-Excore-Systems, weil plötzlich die Herzklappen, die wir bis dahin benutzt hatten, nicht mehr zur Verfügung standen. Der Hersteller hat die nicht mehr produziert, sodass wir nicht selektierte, konsekutive Patienten mit dem Berlin-Hard-Excore-System therapiert haben. Sie sehen hier, das mittlere Alter dieser Patienten war etwas älter, 10 Jahre älter als in der Göteborger Gruppe. Fast alle Patienten waren Intermex 1 und 2 und 2/3 der Patienten hatten präoperativ sogar ein ECLS-System. Und auch hier können Sie sehen, dass wir immerhin hier eine Einjahresüberlebensrate von 92% erreichen konnten. In der Zeit waren 50% der Patienten bereits erfolgreich transplantiert. Diese Systeme bieten, obwohl es sich um ältere Systeme, pneumatische Systeme, klobige Systeme handelt, die auch nicht ganz so modern sind, immerhin gibt es ja mittlerweile eine über 25-jährige Erfahrung mit dem Berlin-Hard-Excore. Aber die Patienten können nach Hause entlassen werden, können gut mobilisiert werden, können ihren Alltag, die Aufgaben des Alltags verrichten. Ganz im Gegensatz zu anderen Patienten, die dann über ein BIVAD-System auf die Intensivstation gefesselt sind. Natürlich gibt es auch Alternativen. Es gibt Gruppen, die allmählich dazu übergehen, bei biventrikulärer Unterstützungsbedarf auf klassische CF-VADs zurückzugreifen. Den ersten Bericht haben die Berliner Kollegen geliefert, das war bereits im Jahr 2011, wo man auf das Hardware-System als BIVAD zurückgegriffen hat. Und immerhin bei diesen sicher selektierten, sorgfältig selektierten Patienten eine Entlassungsüberlebensrate von knapp 60% erreichen konnte, was hervorragend ist. Einige Jahre später folgte diese Publikation in JTCVS von einer amerikanischen Gruppe, wo knapp die Hälfte der Patienten, etwas mehr als die Hälfte der Patienten bei Entlassung, die Entlassung noch erlebt haben, lebend erlebt haben. Das sind natürlich sehr stark selektierte Patienten, von denen nicht alle vorher ein ECLS-System hatten, wo man schon sehr genau überlegt, wie die Strategie ist. Das waren natürlich auch die ersten Erfahrungen. Und gerade vor 2 Jahren erschien eine internationale multizentrische retrospektive Studie, ebenfalls unter Beteiligung der oder Federführung der Berliner Kollegen. Diesmal nicht mit dem Hardware-System, sondern mit dem zwei Hartmann-3-Systemen, salopp Hartmann-6 genannt. Und hier konnte man bei einer 2-Jahres-Überlebensrate von knapp 46% verzeichnen. Gute Ergebnisse auch im Vergleich zu den Berlin-Hard-Ergebnissen. Allerdings darf man nicht vergessen, das sind schon sehr stark selektierte Patienten. Das darf man nicht vergessen. Welche Vor- und Nachteile haben denn diese Systeme? Grundsätzlich muss man sagen, dass CF-VRDs nicht vorgesehen sind für eine biventrikuläre Unterstützung. Das sind alles Off-Label-Studien, die wir gerade gesehen haben. Wir wissen nie genau,
wie hoch der Blutfluss in beiden Pumpen ist, da es sich nicht um eine reale Messung des Flusses handelt, sondern um eine Kalkulation. Es gibt keine Koordination zwischen links und rechts. Wir haben zwei Controller, die miteinander nicht kommunizieren. Und das ist etwas, was wir bei Berlin-Heart-Patienten sehr oft erlebt haben. Wir beobachten doch eine gewisse Dynamik, was den pulmonalvaskulären Widerstand betrifft, gerade in den ersten Tagen, weshalb wir beim Berlin-Heart manchmal sogar die Aggregate tauschen müssen, um einen hohen pulmonalvaskulären Widerstand tatsächlich mit Hilfe eines pulsatilen Systems überwinden zu können. Das ist etwas, was man mit diesen Geräten, mit den CF-VAD-Geräten nicht machen kann. So dass ich zusammenfassend sagen möchte, dass eine biventrikuläre VAD-Therapie auf jeden Fall großzügig in Erwägung gezogen werden sollte bei Patienten mit schweren Organschäden, teilweise mit Sepsis, und Patienten, wo keine Aussicht besteht, dass der rechte Ventrikel sich erholen kann. Wir sollten großzügig an BIVAD-Systeme denken. Es sind hervorragende Systeme, nicht nur als Überbrückung bis zur Herztransplantation, sondern in einigen Fällen, vor allem bei sehr jungen Patienten oder bei Kindern, können solche Systeme tatsächlich auch explantiert werden. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die chirurgische Implantationstechnik komplizierter ist, sowohl bei den pulsatilen als auch bei den nicht pulsatilen Systemen, sodass die Therapie mit solchen Systemen tatsächlich Zentren vorbehalten sein sollte, die über eine große Erfahrung bei der Therapie der biventrikulären Herzinsuffizienz mittels VAD verfügen. Vielen Dank. Lieber Ayang, vielen Dank für diesen sehr übersichtlichen Vortrag. Und ich glaube, es gibt schon ein paar interessante Diskussionspunkte, auch nach dem Vortrag von Christian Hagel und deinem Vortrag jetzt. Aber wie gesagt, machen die Diskussion dann am Ende. Und freue mich jetzt auf unseren dritten Vortrag aus Leipzig von Jens Gavade, der zu dem Thema, was wir leider oft immer wieder damit konfrontiert sind, wenn ein Patient ein Rechtsherzversagen nach LVAD in Implantation entwickelt. Herr Gavade. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der Patient mit Rechtsherzversagen nach LVAD-Implantation im Rahmen des digitalen Industriesymposiums der Firma Berlin-Heart. Mein Name ist Jens Gavade und ich habe keine Interessenskonflikte. Zunächst noch einmal eine Übersicht, was Rechtsherzversagen bedeutet, entsprechend der verschiedenen Fachgesellschaften. Ich möchte mich nachfolgend hauptsächlich auf das Rechtsherzversagen unmittelbar perioperativ konzentrieren und hier die möglichen Konzepte Ihnen kurz vorstellen. Wie häufig tritt ein Rechtsherzversagen auf? Wir wissen, dass bei bis zu 40% der Patienten Post-LVAD-Implantation ein Rechtsherzversagen auftreten können. Und wenn wir in das Intermax-Register direkt hineinschauen, sehen wir, dass bereits bei primärer LVAD-Implantation bei bis zu 10% der Patienten ein zusätzliches Rechtsherzversagen auftreten kann, was entweder mit einem temporären System unterstützt wird oder ein pulsatiles System implantiert werden muss oder gar ein Total Artificial Heart implantiert werden muss. Wie gesagt, bei primär geplanter, isolierter LVAD-Implantation. Was wir auch aus der Literatur wissen, ist, dass das Überleben bei Patienten mit LVAD-Therapie und Rechtsherzversagen wesentlich schlechter ist. Die Sterblichkeit ist deutlich höher. Und wir wissen auch, dass die Patienten, die ein Rechtsherzversagen entwickeln, häufiger Komplikationen entwickeln, wie Leberversagen, Nierenversagen, häufiger zu Blutungen neigen, länger im Krankenhaus verbleiben müssen und wenn sie nach Hause entlassen werden, häufiger erneut ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Auch kennen wir Risikofaktoren, die das Auftreten eines Rechtsherzversagens unterstützen. Hier sehen Sie einige Parameter aufgelistet, die sich hauptsächlich auch aus echokardiografischen oder auch invasiv gemessenen Laborparametern ergeben. Darüber hinaus kennen wir Risikofaktoren, die im Operationssaal direkt auftreten können. Zum Beispiel die Komplexität der Operation, Cross-Clamp Time ist wichtig. Aber auch zuletzt ist es wichtig, dass die Erfahrung des Teams einen wesentlichen Einfluss darauf haben kann, ob sich ein Rechtsherzversagen entwickelt oder nicht. Welche mechanischen Optionen haben mit dem rechten Ventrikel zu unterstützen? Zum einen haben wir die aktiven temporären Lösungen, als wären die ECMO, die Levatronics als isoliertes RVD, die RV-Impeller oder auch das RV-Tandem-Heart.
Mit der zusätzlichen Option, einen Oxygenator einzuschalten, sollte auch die Lungenfunktion gestört sein. Und als aktive Long-Term-Systeme kennen wir das X-Core Bivet, wir kennen das Total Artificial Heart und neuere Konzepte wie die kombinierte Implantation zweier Continuous Flow Pumpen als Off-Label Use werden zunehmend in der Klinik eingesetzt. Und ein weiteres neueres Konzept, ein Hybrid-Konzept, das heißt die Kombination einer Continuous Flow Pumpe, eines Continuous Flow LVADs mit einem parakorporalen pulsatilen Airwad, zum Beispiel dem X-Core Berlin Heart. Ganz wichtig in diesem Kontext ist es, dass man sich zu Beginn auch ganz klar darüber sein muss, wie ist die Strategie, was für eine Strategie steht hinter meiner Therapie. Ist es ein Bridging to Decision? Brauche ich Zeit, um den Patienten noch besser kennenzulernen, um ihn potenziell später auf ein chronisches RVAD umzurüsten? Ist es ein Patient eher im Recovery-Programm oder ist der Patient auch für eine Transplantation geeignet? Darüber hinaus sollte man auch das Thema Palliation durchaus auch auf die Agenda setzen. Hier noch einmal kurz zusammengefasst die Short-Term-Devices, die wir in unserer täglichen Praxis einsetzen, als direkten RV-Bypass mit und ohne Lungenunterstützung oder auch dann die indirekte Unterstützung über die häufig eingesetzte VA-ECMO. Wie gesagt, häufig eingesetzte Systeme, wesentlich limitiert durch ihre begrenzte zeitliche Anwendung. Hier ein Konzept, das HeartMate-6-Konzept, um den rechten Ventrikel auch chronisch zu unterstützen. Hier bei einem Patienten, den ich operiert habe, der simultan sowohl mit einem HeartMate-3 als LVAD-System und mit einem HeartMate-3 als RVAD in einer OP versorgt worden ist. Mittlerweile haben wir einige Patienten dieser Art so therapiert und konnten hier auch erfolgreich viele Patienten biventrikulär mit zwei Continuous Flow Pumpen unterstützen. Und dieses Konzept ist bereits auch 2018 von Jay LaVie im Journal of Heart and Lung Transplantation erfolgreich publiziert worden. Das waren die ersten Erfahrungen aus 6 internationalen Zentren, retrospektiv in Summe 14 Patienten. Und die mittlere Überlebensrate nach 2 Jahren lag bei 50%, also auch sehr gut vergleichbar mit bereits zugelassenen Systemen für die biventrikuläre Unterstützung. Ganz interessant war in dieser Studie, dass 50% der Patienten mit zwei laufenden Continuous Flow Pumpen als Bivet Support nach Hause entlassen werden konnten. Darüber hinaus auch das System Hardware ist ein sehr gutes System, um Patienten auch biventrikulär zu unterstützen. Hier meinen ersten Patienten, den ich 2011 in Leipzig operiert habe, auch in einer Sitzung biventrikulär ein Hardware implantiert. Der Patient hat die OP gut überstanden, konnte nach Hause entlassen werden, hat dann ein Jahr später eine schwere Thrombose des RVADs entwickelt, ist über diesen Pathway dann hochdringlich gelistet worden, 2013 erfolgreich transplantiert und erlebt heute noch, das heißt gerade speziell für diesen Fall, ein 10-Jahres-Überleben erfreulicherweise von 100%. Was natürlich Mut macht, in diese Konzepte weiter zu glauben und zu arbeiten. Auch hier sind die Daten erfolgreich publiziert in 2020, im letzten Jahr von Silvana Marosco, auch im Journal of Heart Lung Transplantation, auch eine Multicenter international retrospektive Aufarbeitung der Daten von 93 Patienten weltweit. Und auch hier sehen Sie, dass nach 2 Jahren ca. 50% der Patienten überlebt haben. Also auch ein sehr gutes Outcome für diese spezielle Kohorte von Patienten, die biventrikulär sehr, sehr schlecht sind. Nun, da es ja um spannende Fälle gehen soll, die uns jeden Tag beschäftigen, wie ein Fall, den ich vor 1,5 Jahren in Leipzig operiert habe, ein zugewiesener Patient aus einer externen Klinik, reanimiert, jung, 18 Jahre, familiär bekannte DCM, ist mit einer ECMO versorgt worden und einer Impeller als ECMELA-Konzept und ließ sich von beiden Systemen nicht wiegen. Und wir haben dann entschieden, gemeinsam im Team und mit den Eltern diesen Patienten über ein biventrikuläres System zur Transplantation zu führen. In dem Fall haben wir uns entschieden, ein HeartMate 3 für links zu implantieren und zeitgleich ein
Erlenhardt ExCore als RVD, als chronische RVD Unterstützung, als übrigens MCS Hybrid Konzept. Sie sehen auch hier bei den Bildern oder auch in den Bildern, dass wir gleich alle Strukturen so markiert haben, um sie später auch für eine spätere Transplantation gut auffinden zu können. Und ganz rechts sehen Sie mal eine Röntgenübersicht, auch Übersichtsaufnahme, wo Sie beide Systeme schön klar erkennen können. Mittlerweile haben wir mit diesem Konzept in Leipzig die Patienten versorgt, relativ junge Patienten, gemischte Kohorte, mehr Männer als Frauen. Sie sehen auch hier, dass alle Patienten klinisch sehr mit Leidenschaft gezogen waren. 3 Patienten in der Max Klasse 1, 1 Patient in der Max Klasse 2 und bereits 2 Patienten präoperativ reanimiert. 3 von 4 waren an temporären aktiven Unterstützungssystemen, ECMO und ECMO Plus Impeller. Und bei allen Patienten haben wir dieses Konzept erfolgreich im HOP in einer Prozedur umsetzen können. Hier sehen Sie mal ein Beispiel dafür, dass die Patienten sich auch gut erholt haben. Links mit der klassischen Konsole und rechts auch mit der mobilen Konsole, dass die Patienten auch sowohl mit HeartMate 3LVD als auch mit ExCore rechts ganz gut mobil sein konnten und auch teilweise nach Hause entlassen werden konnten. Hier die Outcome-Daten, sehen Sie oben Outcome on Hybrid, einmal eine Reexploration aufgrund einer Blutung, Pumpenkammertausch bei Auflagerung, Auflagerung im System, ein Patienten mobil mit dem ExCore Mobile System. Alle Patienten waren im Durchschnitt über 100 Tage am Hybrid-Device. Dann sehen Sie das Outcome nach Transplantation. Sehr erfreulich war, dass kein Patient post-Transplant eine ECMO brauchte, um aus dem OP zu kommen. Kein Patient hat postoperativ ein Rechtsherzversagen entwickelt. Und auch schön sehen Sie, dass die mittlere Verweildauer post-Transplantation 40 Tage nur waren. Das heißt, dass die Patienten auch relativ rasch wieder auf die Beine gekommen sind und auch zügig dann in die Häuslichkeit entlassen werden konnten. Und hier unten sehen Sie das Survival. Alle Patienten nach einem Jahr waren oder sind noch am Leben, was auch diesem Konzept ein bisschen Aufwind gibt, dass man mit solchen Strategien Patienten ganz gut bridgen kann bis hin zur Transplantation und die Transplantation dann auch sehr erfolgreich durchführen kann. Hier mein erster Patient, das sind Bilder, die natürlich sehr viel Mut machen, dass man solchen jungen Menschen auch sehr gut helfen kann, mit einem solchen Konzept wieder in die Normalität zurückzukommen. Hier sehen Sie mal die Daten deutschlandweit mit diesem Hybridkonzept, die mir freundlicherweise Erlenhardt zur Verfügung gestellt hat. Es sind 10 Patienten in 5 Zentren in Deutschland. Mittlerweile sind 5 Patienten, also 50%, erfolgreich transplantiert. 2 Patienten sind noch on device und werden betreut. 3 Patienten sind verstorben. Und sehen Sie auch, dass mehr als 50% in einer zweiten Sitzung aufgerüstet worden sind mit einem Erlenhardt ExCore als Hybridsystem. Und sehen Sie auch, dass die Patienten, die am Hybrid-Device waren, ca. 100 Tage am Hybrid-Device gewesen sind. Ja, damit möchte ich gleich zu meiner Take-Home-Message kommen, auch in einem kleinen Hybrid-Charakter. Das möchte ich gerne live tun und nochmal zusammenfassen, dass im Prinzip wir keinen so richtigen Prädiktor in unseren Händen haben, der uns sagt, es wird kein Rechtsherzversagen auftreten. Somit ist es häufig auch doch noch eine Unabhängigkeit der Erfahrung des Teams, was hier ganz wichtig ist. Mit den temporären Systemen, die wir heutzutage in unserer Praxis haben, haben wir natürlich erstmal ein gutes Tool, um eine gewisse Lücke erstmal zu überbrücken. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, auch langfristig Konzepte in den Händen zu haben. Und da sind im Prinzip die aktuell zugelassenen Systeme, sprich die Continuous Flow Pumpen, speziell natürlich nur für links, rechts derzeit Off-Label-Use-Möglichkeiten, aber eben auch die permanent zugelassenen extrakorporalen pulsativen Systeme eine gute Option, halt diesen Patienten auch längerfristig biventrikulär aktiv mechanisch zu unterstützen. Wobei ich persönlich denke, dass dieses Konzept insbesondere für Patienten gut geeignet zu sein scheint, die eben auf der Warteliste oder die eben auf dem Weg zu einer späteren Transplantation sind, um hier die schon auch angesprochenen Punkte wie die
pulmonalen Druckverhältnisse durch ein pulsatiles System eher positiver zu beeinflussen, als dass es die Continuous-Flow-Pumpen tun. Damit möchte ich mich bedanken und stehe auch wie meine anderen Kollegen natürlich für Fragen jetzt zur Verfügung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Gevare, für diesen Vortrag und diesen Überblick. Und jetzt, wir haben jetzt noch 6 Minuten, wo wir uns noch ein bisschen mit der Diskussion beschäftigen können. Und ich glaube, die Hauptdiskussion, die wir vielleicht alle noch mal kurz erwägen sollten, wären eben die verschiedenen Möglichkeiten der biventrikulären Unterstützung. Wir sind uns ja klar, es geht um Patienten, die alleine mit einem LVAD oder auch mit einem temporären RVAD nicht zurechtkommen. Und die Frage ist, wie versorgen wir diese Patienten am besten? Sollten wir gewisse Patienten a priori, so nach dem Modell von Christian Hage, primär mit einem biventrikulären System eben und zum Beispiel diesem Excor-System a priori biventrikulär versorgen? Oder sollen wir eben ein Continuous Flow Device einbauen in der Hoffnung, dass sich der rechte Ventrikel doch erholt? Und wenn es nicht klappt, dann macht man ein Excor-System, so ähnlich wie Herr Gebare das gemacht hat, gerade eben gezeigt hat. Oder sollen wir bei diesen Patienten vielleicht ein Continuous Flow Device biventrikulär implantieren? Da würde mich einfach nochmal Ihre Meinung dazu interessieren. Und wir fangen einfach der Reihe nach an mit Christian Hage und dann weiter über Herrn Rupawa nach an Herrn Gebare. Christian. Natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung am Ende des Tages. Ich hatte ja gesagt, umso kränker die Patienten sind, umso eher würde ich tatsächlich von Beginn an ein BIVAD implantieren. Punkt ist tatsächlich die Frage, sind die Patienten präseptisch und sind sie wirklich schlecht? Dann würde ich eher in Richtung Pulsatilität gehen. Ansonsten bin ich natürlich auch dabei zu sagen, man probiert primär die linke Seite zu unterstützen oder ein temporäres Rechtssystem, mit Levitronics zum Beispiel. Und ich finde, was Jens Gabade vorgestellt hat, sehr, sehr elegant, das X-Core auf der rechten Seite zu implantieren, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen Patienten, den man da auch wieder wienen kann, wo man das nicht ein zweites Assist braucht, sondern tatsächlich nachher das Berlin Heart wieder explantieren kann, weil sich der rechte Ventrikel erholt oder der pulmonalis Druck runtergeht. Ja, Ayan. Ja, das kann ich mich Christian Hage hier absolut anschließen. Die Patienten, die immer mehr ja in den Fokus rücken, was früher eine Kontraindikation war, nämlich die mit septiformen Kreislauf, sind diejenigen und schweren Endorganschäden mit bereits erhöhtem Bilirubin. Das sind diejenigen, die vor einer raschen BIVAD-Unterstützung gleich mit einem Excor-System zum Beispiel, weil die Pulsatilität meiner Meinung nach doch nur eine sehr positive Rolle spielt, profitieren würden. Ich würde das System, was Herr Gavade vorgestellt hat, das haben wir auch schon in mehreren Fällen gemacht, für die Patienten reservieren, die zum Beispiel ein LVAD-System mit temporärer Rechtsherzunterstützung, vielleicht mit dem Tandemhart oder mit der Protekturkanüle haben, sich aber, was das rechte Herz betrifft, nicht mehr erholen. Und da kann man natürlich sehr elegant das pulsatile LVAD-System nachträglich implantieren, ohne dass wir bereits Verwachsungen haben, die das Ganze nochmal komplizierter machen. Also ich denke, das muss man ganz genau abwägen. Aber wenn man ein Arbeitspferd braucht, wo wir ein hohes HZV benötigen, gerade beim septiformen Kreislauf, bei schweren Endorganschäden, bei schweren Rhythmusstörungen, von denen wir möglicherweise wissen, dass sie vom rechten Ventrikel ausgehen, so dass eine LVAD-Therapie alleine oder auch eine temporäre Unterstützung möglicherweise nicht effektiv ist, da sollten wir gleich an ein pulsatiles System denken und ein möglichst hohes HZV generieren. Ja, Herr Gebade. Sie müssen noch die Stummschaltung aufheben. Ich glaube, wir dürfen das nicht außer Acht lassen, dass die Evidenz, die wir heutzutage haben, gerade in diesem doch sehr, sehr empfindlichen Bereich rechter Ventrikel, sehr, sehr dünn ist. Und da haben wir aktuell ja, wie gesagt, nur ein zugelassenes System. Die anderen beiden Continuous-Flow-Pumpen, die man auch gelegentlich in der Klinik einsetzt, sind als Off-Label-Use natürlich nur zu verwenden. Frage auch der Kostendeckung. Was für uns natürlich wichtig ist, dass wenn man Dinge tut und die auch erfolgreich tut, dass die einen auch überzeugen. Und gerade eben für diese doch besondere Kohorte von Patienten denke ich, dass diese Kombination mit einem pulsatilen System für rechts als längerfristiges Konzept, ob nun temporär gebridged mit einem
mit einem extrakorporalen temporären System ist sicherlich alles möglich. Aber langfristig finde ich das ein gutes, sehr gutes Konzept. Und hier denke ich, dass die Daten, die wir in Leipzig haben oder auch jetzt generell, die es in Deutschland mittlerweile gibt, da vielleicht eine gute Plattform haben, um in diesem Bereich vielleicht noch ein bisschen aktiver, intensiver zu arbeiten. Und wir haben viele Patienten, die gerade auch mit septischen Geschehen oder nach CPR von extern kommen, wo wir aber auch eine Lösung anbieten müssen, gerade eben, wenn es auch junge Patienten sind. Ja, das war wirklich eine sehr aufregende Sitzung und extrem interessant, weil es doch ein Problem ist, mit dem wir immer wieder in der VAD-Welt konfrontiert sind. Und darum waren das ganz informative Beiträge, eine tolle Diskussion am Ende. Wir müssen hier leider abbrechen, weil die Sitzungen weitergehen. Ich bedanke mich bei allen drei Rednern für diese tollen Vorträge und wünsche allen Beteiligten einen erfolgreichen Restkongress und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.